Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play DayZ. Wir sind hier immer noch in Elektro und suchen den Krieg, beziehungsweise wir wollen mich erstmal ausrüsten. Mit dabei ist heute der Benny. Servus. So, und wo bist du? Ach, da hinten. Du bist jetzt Feuerwehrgerätehaus, oder? Nee, das, da waren wir gerade. Nee, da waren wir nicht. Das ist eine andere. Siehst du mich? Nee. Ich laufe jetzt gerade zum Feuerwehrgerätehaus. Das ist noch ein bisschen weg. Richtung Berg musst du da laufen, ne? Richtung Berg. Ja, du bist an die falsche. Ich bin jetzt nochmal zurückgelaufen. Ah, ja, ich sehe. An dem Turm. Genau. Ich bin wieder zurück zu dem anderen Krankenhaus, dann zu dem anderen Feuerwehrgerätehaus. Oh, ein First Aid Kit. Das ist ja so schlecht nicht. Wie ist denn meine Axt in Auflösung bestellt? Damaged. Und die hier ist... Pristine. Dann nehmen wir doch die Pristine. Wow! Ein Zombie ohne Ton springt mich von hinten an. Ja, das ist manchmal so. Dreh ich dich um, weil steht da einer da. Nein, ist mir angesprungen, die Scheißteil. Also ich bin jetzt auch an der Feuerwehrgerätestation. Auf jeden Fall habe ich jetzt meine Pristine-Axt. Komm schon. Oh. Gott, wo ist ein Schritt gehört, hä? Ah, was liegt denn hier? Bombi! Wow. Boah, getroffen worden. Hier liegen lauter Zombies rum, die gehen gar nicht mehr weg. Lädst du gerade nach? Ja, ich lade nach. Ich muss mal Munition aus meinem Ding rausholen, weißt? Das ist mal eine ganz neue Aktion hier. Ja, wo ich das erste Mal gestorben bin, hatte ich ja diese, ich glaube, 4 oder 5 von diesen gelben Kisten und eine Munitionskiste. Was ja nicht schlecht ist, bloß du hast ein Problem, es wird halt deutlich unübersichtlicher, das Ganze. Weil du kannst halt nicht schön gucken, was du hast, sondern alles aufmachen. Diese Pistole, was braucht die eigentlich für Munition? 45er ACP, dann nehmen wir doch die. Was brauchst du 45er ACP? Du hast ja eine M4, du hast Munition ohne Ende, du hast Waffen ohne Ende. Hallo? Mal was Richtiges. Ja, ich habe halt eine Waffe mit Weapon-Flashlight, weißt du? Und da kann ich, wenn es mal dunkel wird, mit einem schüssigen Wegchen mit der Pistole leuchten. Was ist denn das da hinten? Ein Helm? Blauhelm. Ja, dann brauche ich bloß eine Spraydose und dann kann ich den umlackieren. So. Soll ich jetzt kurz gucken, wo wir hingehen? Willst du Elektro weiter gucken oder willst du Kameshovo, Balota? Oh, Kameshovo würde ich sagen, oder? Ist schon nochmal eine große Stadt. Da sind wir gleich in Balota und dann. Jetzt müssen wir bloß kurz gucken, wo die Sonne ist. Hier hinten. Ich glaube, da müssen wir da hinten hin. Es wird bald dunkel, also geht's da hinten Richtung Kameshovo. Das ist, wollen wir wieder bei meinem Weapon-Flashlight werden. Boah, sieht aber echt voll dunkel aus gerade. Ach, Waffe weg. Dann geht's schneller. Durch Elektro ohne Waffe zu rennen. Nö. Ja, ich bin da ganz mutig, weil keiner da ist, außer wir. Eben da drüben waren wir schon. Hinter uns ist ein Zombie. Echt jetzt? Ich mach Zombie weg. I believe I can fly. Der kann nicht mehr, der kann nicht mehr, kann nicht mehr. Du bist ja so ein kleines sadistischer Arsch. Also wenn es Zombies angeht schon. Boah. Der hat schon... Bleibt mal stehen, ich will euch nur haben. Ich will nur eben... Oh, nee, was ist? Achtung, 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 Achtung. Was denn, wo denn? Zombie oder Mensch? Wo denn? Zombie. Welcher Mensch denn? Wir sind einer ohne Namen. Parallel gerannt. Und alles, was parallel zu uns rennt, muss kein Zombie sein.
ist das da links? Fabrik, alles Fabrik. Alles Fabrik. Zombie. Oh. Hinter mir. Okay. Auch weiter. Was machst du denn? Nee, hab ich nicht, aber. Was machst du? Benni, was machst du? Alter! Spannend mache ich. Ein Scheißspann. Sag mal, pack seelenruhig seine Waffe wieder ein. Lass mich raten, du hast dich doch gerade verklickt. Ich weiß, ich habe nicht gesehen, ob der jetzt Waffe gezogen hat oder nicht. Und das siehst du manchmal nicht. Ja, wenn du nicht Leertaste gedrückt hast, ja. So, jetzt sind wir Ende Elektro. Mhm. Ich in Kamishobo. Das sind überall diese Panzerbrecher. Die halten ja voll die Panzer auf, ey. Panzersperre. Das sind, na, für Stroh zum Drauftütteln. Heu nennt man das, für Heutrocknung. Heu? Oben drauf, das trocken ist. Weiß ja. Heu, heu. Ahoi. Hier fliegen voll die. Boah. Mega schnelles Regen anfange. Es ist, als ob der einer vor dir steht und auf einmal ein Eimer Wasser ins Gesicht schüttet. Elektro. Ja. Und diese schöne Action-Folge mit vielen Gegnern wird zur Wanderfolge ohne Gegner. Aber unser Dark ist wieder hier. Moin, moin. Blauhelm und Axt und einer M4. Ja, bis zum nächsten. Toll, das hat's jetzt gebracht. Bloß, dass wir nass sind, oder? Ich beziehungsweise damp, feucht. Nö, nicht mal. Ja, du hast ja auch lauter Sachen an. Ich bin hier im T-Shirt. Ich habe gesagt, zieh die Jacke an. Weißt du, was wir hier rumrennen müssen? Da schwitze ich doch nur drin und habe mir eine Erkältung, einen Schnupfen. Ich glaube, unser Ziel ist nachher bei Lothar ausrüsten. Ja. Oh, einen Brunnen. Und irgendwie ganz schnell mal nach Tscherno gehen. Ich will ja heute noch irgendwie ein bisschen was, wenn es geht. Ja. Wenn die Zeit das mitmacht. Das ist ja nicht. Warte halt, ich bin hier aber sitzen geblieben, ne? Wie sitzen geblieben? Ich trinke gerade was an einem Brunnen. Bist du an einem Brown? Ein Brownie? 80%. Wo ist der Brunnen? Hier, anderes Haus, eins weiter, hier. Look to the... Was machst du denn da? Ich versuche, ja, genau. Wir haben tja. Nur kein Stress. Ich bin einer von den Blauhelmen, geh, müsst's aufpassen. Ihr habt das schon gesehen, dass du Blauhelm Johnny bist. Ich brauch bloß eine Spraydose, dann mach ich das alles wieder gut. Okay. Ja, wer? Sicher. So auf und davon? Up and away. Mal keine Waffe nehmen, dann geht es deutlich schneller. Brauchst du noch irgendwas oder können wir gleich hier in Tscherno anfangen, hier Feuer zu geben? Dringend brauchen tue ich jetzt mal nichts. Was hast du für deine M4? Oh, ich habe ja gar nichts. Ich bin hungrig. Warum sagt mir denn keiner, dass ich hungrig bin? Wie viel Schuss ich habe? 52. In einem 60er Magazin? Ja. Ja, wir können auch erst nach Balota und dann nächste Folge nochmal zurück. Hm?
1, ja gut, 3,3 brauche ich schon irgendwie zum Nachladen. Ja. Ich habe vorhin 7 60er Magazine, die gab es, habe ich noch 3. Wie? Und keiner hat irgendwas von mir. Boah. Freunde. Ja. Okay, meine Pistole wird bei mir nicht mehr angezeigt im Inventar jetzt. Ja, war nicht schlecht. Was erschreckt mich jedes Mal zu Tode? Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Richtig. Unser Begleitvogel. Ich weiß jetzt immer noch nicht, stimmt das jetzt eigentlich mit diesen Typen und Vögeln? Ja, aber es sind unsere, weil es ist bloß ein No-Name bei uns. Also. Was willst du da erwarten? Wir waren gerade Elektro, oder? Oder Cerno? Elektro. Elektro. Epilepto. Epilektro. Boah. Der Leer. Wir können aber auch jetzt gleich ein Folgenpäusler machen vor Tscherno und dann praktisch Tscherno auf einem anderen Server weitermachen. Auf einem Noch bisschen Munition größeren. genug oder brauchst du noch Munition? Nö. Also ich hab jetzt hier. Wie war das, wenn ich Munition brauche? Liegt genug davon auf dem Boden? Munition kann ich dir geben. Ist kein Problem, aber ich meine Magazine. Du hast zwei Magazine zum Wechseln, also Ein Magazin. Wechseln. Gelbe Kette. Ja. Nee. Ein Magazin in der Waffe. Rote Kette, ich flieg schon wieder raus. Nee, du fliegst nicht raus seit 13 Sekunden ohne. Bleib stehen. Okay. Nimm mal gleich den vollen. Also würde ich sagen, bye bye und bis zum nächsten Mal von Let's Play Daisy. Tschüss.